Siegfried ist ein kleiner Junge und ein Bücherwurm. Bei seinem Freund Regin, dem Schmied, kann er seine Fantasien ausleben. Mit ihm spielt er die Geschichten nach, bis sie eines Tages wahr werden. Und vom Nibelungen Schatz, aber nur du kannst ihn gewinnen. Ein riesiger Drache bewacht ihn Hort. Dieser furchtlose Held bist du. Um das Gold zu bekommen, muss Siegfried einen Drachen töten. Diese Gier nach Geld und Gold und Macht, die überträgt sich von Regin auf ihn. Und er kommt nun in die Versuchung, das wirklich zu tun und den Drachen zu töten. Und dann im letzten Augenblick, aber das verrate ich nicht. Jedenfalls wird Siegfried am Ende reifer und erwachsener und weiß, was es bedeutet, die Macht zu haben über jemand anderem, ein Schwert zu führen oder auch nicht, und ob Gold und Geld wirklich so wichtig sind oder ob es nicht doch andere Dinge gibt, die viel wichtiger sind. Die Kinderoper hat Adrian Sieber als Auftragsarbeit für das Mainfrankentheater komponiert. Die Inszenierung übernimmt Mario Pavle del Monaco. Das Team versetzt sich mühelos in die Welt der Kinder und der Fantasie. Das ist was wichtig, denke ich, für Künstler im Theaterbetrieb, besonders für Regisseure, ist diese, wenn es um Kinderstücke geht, seine eigene Kinderessenz nicht zu verlieren. Es geht um Vorstellungskraft, um Grenzenlosigkeit, um Freiheit, um Gegenwärtigkeit und ähnliche Themen. Deswegen, ich denke, was wir auch mit dem ganzen Team aus derselben Schichten anbieten konnten wir sehr einfach und die schwierigen problemlos anpassen. Schließlich muss Siegfried eine Entscheidung treffen und dabei folgt er seinem Herzen.